Eine Sache nochmal finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, also wenn ich ein verschlüsseltes Notebook habe, dann habe ich ja eigentlich gar kein Problem mehr, wenn ich das verliere. Klar, der Verlust ist schmerzhaft, aber ich habe keinen meldepflichtigen Vorgang. Das heißt also entsprechend der Datenschutzgrundverordnung. Das ist richtig. Das ist ja und nein. Ja. Also zertifizierter Datenschutzbeauftragter muss ich natürlich immer vorsichtig sein, was ich sage. Aber im Grunde genommen ist es so, wenn du eine verschlüsselte Festplatte hast in diesem Notebook und das Gerät ausgeschaltet ist und du würdest es verlieren oder in der Hotellobby liegen lassen im Zug oder bist gerade tanken und bezahlst an der Kasse und in dem Moment wird es von deinem Beifahrersitz gestohlen, dann wärst du auf jeden Fall im Bereich Datenschutz auf der sicheren Seite und hättest keinen meldepflichtigen Vorfall, richtig?